Hallo, heute möchte ich mal was erzählen über Web-Tools, die man verwenden kann, um sich das Leben leichter zu machen. Und zwar vor allem Tools, die man hernehmen kann, um jetzt auf seinem Entwicklungsrechner gewisse Aufgaben zu automatisieren. Und zwar möchte ich da drei Tools erwähnen. Das eine handelt sich jetzt um ein JavaScript-Werkzeug, um jetzt mit modernem JavaScript zu programmieren, und zwar mit ECMAScript 2015 oder ES6. Und da handelt es sich um Babel, das ist quasi ein JavaScript-Compiler. Das zweite Tool, das ich eben zeigen will, ist SAS. Das ist eben ein Tool, um spezielle CSS-Dateien zu erzeugen, nämlich SAS-Dateien, und die dann wieder in CSS zu kompilieren. Und das dritte Tool, das ich eben zeigen will, ist, um jetzt Kartenanwendungen zu machen, interaktive. Und zwar, das heißt Leaflet. Das ist eigentlich genau genommen eine JavaScript-Bibliothek. Aber um die zu verwenden, muss man eben auch ein Skript verwenden, um jetzt zum Beispiel Bilder zu kacheln und die Kacheln zurechtzuschneiden. Und wie das funktioniert, das möchte ich eben jetzt in dem folgenden Video auch zeigen. Und werde die einzelnen Tools eben nacheinander durchgehen und vielleicht auch wieder mal zurückgehen auf das eine oder andere und dann eine Beispielanwendung zeigen, die ich eben da mal gebaut habe und also an einem konkreten Anwendungsbeispiel. Und ja, dabei wünsche ich jetzt auch natürlich viel Spaß. Ich habe da vor einer gewissen Zeit mal so eine Anwendung gemacht, die kann ich ja mal kurz demonstrieren. Und zwar handelt es sich da um so eine Art Webseite für eine Führung in einem Kloster. Das ist jetzt hier Plankstetten. Diese Webseite, die es da gibt, die gibt es quasi in verschiedenen Versionen. Und das eine ist vor allem, das war eine Zielgruppe, war da im Prinzip Leute, die Führungen machen wollen im Kloster und aber quasi selber durchs Kloster gehen wollen. Und das Ganze gab es dann quasi als interaktiven Klosterführer auf einer App. Die gibt es immer noch, diese App. Kann man sich quasi, denke ich, immer noch ausleihen in Plankstetten. Was das Ganze jetzt, es gibt es natürlich quasi als Webversion und als Tabletversion. Was da jetzt innovativ dran ist, ist zum Beispiel, da gibt es hier verschiedene Führungen, eben Glauben und Natur. Und wenn man bei Glauben drauf geht, da hat man nämlich hier auch schon so eine interaktive Karte mit so verschiedenen Markern. Da kann man auch rein und rauszoomen. Dann bekommt man auch noch so ein bisschen eine andere Ansicht und kann dann hier so verschiedene Videos zu den einzelnen Stationen sich anschauen. Kann da wieder rein und rauszoomen und so weiter. Man kann dann wieder auf Führungen gehen und dann zum Beispiel noch eine andere Karte bekommen, wo man das Ganze auch machen kann. Da gibt es dann so eine Tour, die dann da eingezeichnet ist, wo man dann eben durch diese einzelnen Dinge, Stationen gehen kann und sich dann immer die Videos dazu anschauen kann. Die zeige ich jetzt nicht, weil da geht es jetzt auch nicht drum. Man kann auch vor Ort quasi einen QR-Scan ausführen und dann eben direkt zu diesen einzelnen Stationen kommen, sozusagen. Ja. Genau, und das Ganze ist auch, um jetzt diese Webseite mal zu zeigen, die ist dann quasi auch irgendwo responsive, ja, und so weiter. Ich blende das jetzt auch mal aus hier kurz. Genau, also so funktioniert das Ganze dann im Prinzip, dass man eben da durch die Sachen klickt. Hoppla. Ja, jetzt wollte ich einfach mal kurz zeigen, wenn man in dieser Karte ist. Ich gehe jetzt quasi da in diese zu den Führungen hier. Genau, und bin hier auf dieser interaktiven Karte. Wie habe ich das jetzt gemacht? Also das einfach mal, um es zu zeigen. Da gibt es ein JavaScript-Framework oder eine Bibliothek, die nennt sich eben Leaflet. Die kann man runterladen und installieren und das ist genauso eine Karte. Also das heißt, man kann
das einbinden und man kann dann eben entweder auch Karten nutzen von OpenStreetMap oder Google. Man kann aber auch eigene Karten machen. Ja. Das funktioniert eben, man muss eben ein CSS einbinden, wie es hier beschrieben ist auf der Seite. Und kann dann eben auch ein Skript einbinden, wo man dann zum Beispiel auch eben diese JavaScript-Funktionalität hat. Man muss dann eben, das Div ist dann im Prinzip der Bereich, wo die Map erscheint hier mit einer gewissen Höhe hier und so. Und man muss dann eben das Ganze initialisieren. Mit L ist quasi das Objekt, das Leaflet-Objekt mit der Map, mit der ID, also das ist dieses Div. Und da kann man eben dann einen Mittelpunkt festlegen und einen Zoom-Level auch, ne? Das ist dann hier das. Und kann dann verschiedene Sachen eben auch noch einstellen. Ne? Man kann eben dann einfach schauen, wo kommen denn die Tiles her. Ne? Das heißt, das muss man auch sagen, bei OpenStreetMap zum Beispiel. Man kann dann die auch sowas einstellen wie Minimum und Maximum Zoom, damit man da vielleicht nicht zu tief reingeht und sich vielleicht vernavigiert. Man kann dann verschiedene Marker auf die Karte legen, zum Beispiel hier einfach an dem Punkt hier einen Marker oder eben einen Kreis und kann die dann auch eben zum Anklicken machen. Das ist auch kein Problem, dass man, oder so ein Pop-up dazu machen, dass man eben da noch mehr Text oder mehr Informationen anzeigen kann. Das kann man auch machen. Das ist relativ einfach, irgendwie Marke, Bind, Pop-up und kann dann da HTML-Text dazu machen und bei Open Pop-up erscheint es eben dann gleich. Das ist relativ schön, man kann das eben da mal nachlesen auf der Seite, wie das funktioniert. Ich habe das dann, ich will jetzt auch nicht alles drüber erzählen, aber bloß mal ein paar Details. Ich habe mir dann nochmal so ein eigenes Skript dazu geschrieben. Das ganze Skript, das nennt sich eben Map Controller. Kann ich gleich mal zeigen. Da gebe ich einfach dann an, wo sind die Tiles. Das sind die Tiles, also das sind diese einzelnen Kacheln. Die sind eben in diesem Format xyz.png gespeichert. Das heißt, das ist irgendwo zerschnitten. Und da gibt es dann auch ein spezielles extra Skript noch zum Schneiden auch. Ne? Das heißt, das ist dann auch noch das, was man den eben noch braucht, ist so ein, eigentlich, man kann es schlecht per Hand machen. Ne? Das heißt, weil es für jede Zoom-Stufe eben extra eben nochmal genau zerschnitten werden muss. Das ist relativ kompliziert, das Ganze. Um das Ganze jetzt ja, handelbar zu machen, wie gesagt, muss man das dann über so ein Kommandozeilen-Ding eben dann nochmal zerschneiden. Ja. Okay. Und das sieht man auch, wenn man hier rein und raus zoomt, ne, das geht relativ schnell. Man kann eben für verschiedene Zoom-Stufen auch verschiedene Bilder nehmen, das dann auch hier zum Beispiel sich irgendwie noch was ändert. Und ich habe mal, wie gesagt, das Ganze dann nochmal eben gewrappt in so ein eigenes Skript. Da kann ich eben dann einfach angeben, die einzelnen Positionen, dann nochmal irgendwie einen Text, der da kommen soll bei Marker, dann irgendwie, ob ein Video kommen soll oder Audio, je nachdem, und dann eben dann nochmal das File, also das damit man das eben nicht immer mit Add und dann irgendwie nur die Funktionalität zum Video abspielen mit angeben muss. Das habe ich dann eben da nochmal extra eingebaut. Das Ganze habe ich dann eben in diesem modernen ECMAScript geschrieben. Das ist dieser Map Controller hier. Und habe mir da eben jetzt einfach im Constructor dann nochmal die ganzen Grundeinstellungen eben gemacht von diesem Leaflet. Und habe dann eben
verschiedene Methoden mir gemacht, wie zum Beispiel dieses Add, wo ich dann einfach den Marker dann da eben generiere. Da kann ich auch verschiedene Optionen da angeben und kann dann zum Beispiel, also mit Bind Label mache ich das Ganze dann hin, und bei On Click kann man dann noch im Prinzip das Ganze interaktiv machen, wenn man draufklickt, was dann passiert im Prinzip. Und da kann ich dann eben hier auch nochmal unterscheiden, ob es ein Video oder ein Audio ist und dann eben meine nochmal andere Bibliothek dann noch aufrufen, um dann Play Sound oder Play Video zu machen. Genau, und dann werden die eben Add All ist dann einfach diese Liste durchgehen, iterieren, die ich da eben angegeben habe, und dann wird es eben für jedes einzelne Ding wird eben das Add aufgerufen. Also hier bei Add All werden dann eben immer jeweils diese einzelnen Dinge da dazu getan. Man muss sich das natürlich noch ein bisschen eben schöner schreiben, das Ganze. Das Ganze, das kann ich dann auch nochmal vielleicht erzählen, ist eben in diesem moderneren JavaScript geschrieben. Ich habe jetzt nicht mit TypeScript oder so gearbeitet, sondern mit diesem ECMAScript und über Babel und Gulp. Also das muss ich mal vielleicht auch nochmal genauer erzählen. Was ist das wieder, wenn man zum Beispiel bei Babel JS mal schaut, das habe ich da genommen, das ist im Prinzip diese das moderne JavaScript, und was es hier gibt, das ist so ein JavaScript-Compiler, der kompiliert im Prinzip modernes JavaScript zu sagen wir mal herkömmlichen JavaScript, das in allen Browsern läuft. Ja. Also man kann vielleicht da mal da auch dazu sagen, dass natürlich man könnte natürlich jetzt gleich einen normalen JavaScript schreiben, einen herkömmlichen, aber das macht es natürlich irgendwie unkomfortabel, weil da gibt es zum Beispiel keine Klassen oder so. Ne? Also was das alte JavaScript ist, das ist im Prinzip dieses JavaScript 1.4, und das neue JavaScript ist eben das ECMAScript ab 2015. Da gibt es auch eine gewisse komische Versionsverwaltung, also das heißt, diese Versionierung ist nicht ganz konsistent. Man kann da mal bei Wikipedia auch nachlesen, wenn man bei JavaScript einfach mal schaut. So, da kann man mal sehen, was da für Versionen gibt. Also wie gesagt, das 1.4 ist eben das alte. Das ist dann dieses ECMAScript 262. ECMA ist so eine Normierungsorganisation, die das Ganze mal irgendwie standardisiert hat eben. Und da gibt es eben jetzt hier die Versionen. Das heißt, die Versionen 1. so und so gibt es die Versionierung, dann gibt es aber auch diese ECMAScript-Versionierung. Also hier, na, das ist hier ECMAScript. Und da gibt es eben dann Versionen wie 5, und dann eben geht es los mit 2015, dann heißen die plötzlich eben wie die Jahreszahlen. Also was jetzt hier bei dem Babel gut funktioniert, ist das ECMAScript 2015, das hat nämlich eine neue Syntax bekommen und heißt auch so ähnlich, also es gibt noch ECMAScript 5, ne? Das ist im Prinzip so ähnlich. Dieses 2015 wird dann eben auch als ECMAScript 6 bezeichnet. Also das macht es relativ seltsam, diese Versionierung. Deswegen werde ich da meistens auch gar nicht davon reden. Ja, das ist zum Beispiel hier so ein relativ modernes Kommando. Das ist irgendwie LED. Das geht halt jetzt zum Beispiel dann irgendwo in den alten Versionen nicht, aber in den neuen irgendwo überall. Also beim IE muss man dann ein bisschen vorsichtig sein und so weiter. Genau. Auf jeden Fall, wenn man das Ganze so kompatibel machen will, dass es quasi auch in allen Browsern läuft, dann sollte man vielleicht irgendwo, hier zum Beispiel der Super Operator geht nicht im alten Internet Explorer und so weiter, dann kann man eben
dieses Babel nutzen, dass das Ganze eben in quasi funktionierendes umbaut. Ja. Wobei der hier auch das LED schon als Standard hernimmt anscheinend, ne, weil er hier das, da ist immer links das alte, das neue und rechts das alte. Auf jeden Fall kann man hier einfach mal schauen. Das ist auch eine ganz gute Referenz zu dem ganzen ECMAScript. Ja. Da kann man mal auf dieses ECMAScript 2015 gehen. Das ist eben das, was da angeboten wird. Und eben, was eben auch ES6 heißt. Ne. Also das ist das Ganze. Und da sieht man eben die einzelnen Features, die es hier gibt. Sind immer Beispiele, zum Beispiel Klassen mit Subklassen, die gibt es hier und so weiter. Es gibt, muss man jetzt nicht alles durchgehen, Template Strings, das heißt Strings, wo Variablen ausgewertet werden, die haben diese Backticks hier als Hochkommata zum Beispiel. Aha, es gibt irgendwie Destruktoren, es gibt verschiedene eben Variablen, zum Beispiel LED, das ist eine so ähnlich wie var, nur dass das Ganze einen Scope hat, was bei JavaScript eben nicht normal ist. Also bei JavaScript ist es so, dass die Variablen, die mit var initialisiert sind, immer in allen Functions, quasi in allen Blöcken in Functions gültig sind. Und bei LED ist es so, da sind die nur in den Blöcken, also das heißt innerhalb eines Konstrukt, das in geschweiften Klammern steht, eben lokal. Und genau, solche Dinge. Ne, das sind da ein paar. Dann gibt es noch irgendwelche Iteratoren mit vor und off zum Beispiel, wo ich dann direkt die Objekte bekomme und so weiter. Ne. Also da gibt es dann auch den Vergleich hier gleich mit TypeScript, weil das ja auch eine sehr beliebte Sprache ist sozusagen. Ja. Genau, und verschiedene weitere Features, die möchte ich jetzt nicht alle erwähnen. Auf jeden Fall ist das natürlich, macht das Entwickeln leichter. Man kann natürlich auch TypeScript nehmen. Ich finde, der Vorteil von jetzt ECMAScript ist halt, dass es wirklich quasi Standard ist, quasi der offizielle JavaScript-Standard und der eben halt, an den sich die Browserhersteller auch orientieren. Und zum Beispiel TypeScript ist ja eben eine Sprache, die irgendwo, sagen wir mal, jetzt kein Standard ist. Da könnte sich auch mal die Mode ändern und dann wird statt TypeScript vielleicht eher Dart genommen oder was anderes. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich an den Standard hält. Ne? Und ja, und dann kann man das eben kompilieren und zwar zum Beispiel, also entweder funktioniert es natürlich sowieso schon in den Browsern oder man kompiliert es dann eben mit zum Beispiel, da gibt es so ein Build-System sozusagen, das kann man dann installieren. Das nennt sich Gulp und mit dem kann man nämlich dann auch hier das Ganze kompilieren. Also Babel ist im Prinzip dann der Compiler und mit dem Gulp kann man im Prinzip dann noch so eine, das muss man natürlich irgendwo installieren. Dann kann man das Ganze eben dann einbauen in so ein Skript und dann sagen, was man eben kompilieren will. Also das kann man dann eben mit diesem Gulp-Kommando normalerweise starten. Da bin ich jetzt aber nicht auf der richtigen Webseite, ich muss mal kurz schauen. Also gleich bei dem hier kann man das natürlich auch. Moment, wo bin ich da jetzt? Try it out. Da kann man das dann probieren. Setup, hier sind wir, ne? Genau, bei Setup, da gibt es verschiedene Systeme auch, die man nehmen kann zum Kompilieren. Und hier müsste das Gulp auch irgendwo sein. War es zumindest mal. Hier ist es, ne? Genau. Und
Da ist dann auch gleich, wie ich das Ganze installiere. Also das heißt, das Ganze hier im Browser ausführen, in der Kommandozeile hier, kann man das mal, genau. Da müsste das eigentlich, ich bin jetzt nicht sicher, ob es funktioniert. Und dann kann man eben, wenn man ein Skript hat, kann man das dann starten. Das heißt, das ist hier dieses Skript, das nimmt eben diese Source-App-JS und wird es dann mit Babel kompilieren und das Ganze dann eben in die Datei oder in den Ordner dist quasi rein kompilieren. Ja, genau. Und das Skript ruft man dann einfach mit Node auf und kann das dann im Prinzip kompilieren. Ja, genau. Und genau, dieses Skript quasi, das wurde dann auch eben rauskompiliert mit diesem Gulp-File hier. Das sieht man, wie das funktioniert nochmal. Ich nehme eben das Gulp Babel. Dann gibt es noch dieses Concat, wo ich Sachen einfach zueinander aneinander binden kann. Dann wird es noch minifiziert. Dann nehme ich alles in diesem Ordner IES 2015, das ist quasi mein Quellordner. Und kompiliert es dann zu einem File Plankstetten.js. Ja, genau. Und dann landet es eben in diesem Ordner JS hier. Ne? Das heißt, da muss ich mal kurz gucken, wo ist der JS-Ordner hier drinnen. Und da landet eben das File. Ich habe das Minifizieren jetzt hier mal ausgeschalten. Und man sieht auch, dass dieser Map-Controller, das ist jetzt hier keine Klasse mehr. Also das Teil hier, Class Map-Controller, das wird dann eben umkompiliert und gibt eben jetzt so eine klassische JavaScript-Function, die ja auch so ein bisschen objektorientiert eben ist sozusagen. Ja, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, auf JavaScript, da habe ich ja quasi schon ein Video gemacht mal. Genau. Und wenn man das jetzt eben, der Vorteil ist jetzt, wenn man das eben jetzt mit irgendwelchen Libraries mischt, wie zum Beispiel meinem Leaflet, dann kann man sich natürlich da eine schöne Klasse selber programmieren, die dann irgendwie halt so wie beim klassischen objektorientierten Programmieren eben schöne Methoden hat und so weiter und kann die dann eben verwenden in meinem Skript, dass ich dann eben einfach sage, okay, da habe ich diese Klasse und habe da schöne Methoden und so weiter und kann dann da eben relativ schnell zu guten Ergebnissen kommen, eben, genau. Zu dem Leaflet selber möchte ich jetzt auch nicht mehr sagen, ich wollte einfach mal nur ein paar Sachen erwähnen, also das eine ist ja dieses Babel und Gulp als Bildsystem, was auch noch hier zum Beispiel verwandt wurde, das ist dann sowas quasi das so ähnlich, bloß mit JavaScript und das nennt sich SAS. Ja, und das ist so, da gibt es im Prinzip verschiedene Files, die eben jetzt so wie JavaScript aussehen. Ich gehe mal kurz durch. Nur das sind eben keine richtigen JavaScript-Files. Man sieht hier auch gleich, da gibt es sowas wie Variablen. Ne? Also die es ja normalerweise jetzt in JavaScript zwar jetzt auch schon gibt mittlerweile, aber das SAS bietet mehr. Ja? Und da kann ich auch mal kurz zeigen, was das jetzt wieder ist. Da kann man mal, SAS ist im Prinzip so eine Art auch Compiler, so wie bei diesem Gulp auch und dem Babel, der jetzt spezielles JavaScript-artiges nimmt, also Code, der so aussieht wie JavaScript und das dann kompiliert zu, nicht JavaScript, ich meine CSS, Entschuldigung, also der nimmt dann
Stylesheet-Files in einer speziellen Art, nämlich SAS-Files, und kompiliert die dann zu klassischen CSS. Ja. Installieren muss man das Ganze dann eben, also man hat das natürlich nicht von vorne, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder auch über den Node Package Manager wieder, wie quasi der ja normalerweise mit Node installiert wird. Also Node ist ja so ein JavaScript-Framework, das auf der Kommandozeile läuft, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich habe das jetzt hier installiert über meinen Mac mit Brew. Das ist eben ein Package Manager, auch wieder für Mac OS. Den muss man dummerweise auch installieren. Das Dumme ist, wenn man hier anfängt zu entwickeln mit JavaScript und CSS und das eben mit solchen, sagen wir mal, noch weiteren Tools machen will, dann muss man die irgendwo alle installieren. Und um vielleicht einmal da komplett doch mal von vorne anzufangen, also gehen wir einfach mal durch, also bevor ich da jetzt irgendwie alles durcheinander erwähne, also das Brew heißt Homebrew und das ist so ein Package Manager für Mac OS, den muss ich quasi auch installieren erstmal. Ne? Genau, und zwar entweder hier mit diesem Script, was der das dann macht, dieses Script, das sieht man ja auch. Das lädt irgendwie ein ausführbares Shell-Skript runter und startet das Ganze. Und lädt dann quasi den Rest nach. Also mit curl, curl, das ist im Prinzip, da wird Sachen, wenn Dinge aus dem Internet geladen, eben dieses File, das wird dann gestartet, installiert sich dann. Und dann kann ich im Prinzip anfangen, über diesen Package Manager eben andere Sachen zu installieren. Also das ist dann irgendwo auch, da kann ich auch Updates machen mit Brew Update und so, aber mit Brew Install kann ich eben andere Tools nachinstallieren. Das Ganze gibt es eben dann auch noch in anderen Versionen, also unter Windows zum Beispiel könnte ich diesen Joco Package Manager nehmen, der ist quasi ähnlich wie dieser Brew. Es gibt dann auch diesen Node Package Manager und Node muss ich auch installieren, das ist quasi eine JavaScript-Umgebung für die Konsole und die hat einen eigenen Package Manager, den müsste ich quasi auch installieren. Da habe ich natürlich die Qual der Wahl. Als Mac-User habe ich jetzt das Brew genommen, habe es installiert. Genau, und dann, also das gilt ja auch für dieses Babel auch, das kann ich eben über diesen Node Package Manager installieren. Wie schon erwähnt, um jetzt da nicht zu viel zu zeigen von der Installation, wie gesagt, das habe ich ja jetzt hier schon gemacht auch. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das Ganze dann installiert habe, dann kann ich im Prinzip diese Files kompilieren, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal, ich gehe mal auf diese Startseite nochmal, ich könnte jetzt hier mal die Farbe ändern, ich könnte jetzt hier sagen, ich ändere jetzt zum Beispiel mal die Bright Color hier, die ändere ich jetzt mal auf Rot. Und dann, wenn ich das Ganze hier laufen lasse, müsste es eigentlich jetzt normalerweise rot werden. Genau, hier, wie man sieht. Mal kurz das Bild wieder wegmachen hier. Genau, man sieht, das sieht natürlich jetzt so richtig schön nicht aus, wenn man jetzt hier noch diese grüne Schrift hat. Die kann ich ja auch ändern. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch mal die Hintergrundfarbe ändern. Und könnte jetzt mal in, oder hier diese Blankstätten-Color, das ist vielleicht die Schrift, die könnte man jetzt auch rot machen. Na. Ach ja, genau, und jetzt habe ich natürlich vertippt hier, ne, das kommt dann auch gleich in die Fehlermeldung, ist vielleicht auch ganz schön zu sehen. Genau.
Das heißt, da gibt es auch eine Syntaxüberprüfung, was auch sehr sinnvoll ist natürlich. Und dann ist es halt plötzlich in einer anderen Farbe, ne? Ganz klar. Funktioniert. Was man da gesehen hat, also ich habe hier dieses Kommando SAS, das kann ich dann quasi als Kommando gleich eingeben. Dann gebe ich hier an das Quellfile und dann das Zielfile. Also das Zielfile ist eben jetzt ein Stylesheet und Eingabe ist dieses SCSS-File hier. Das sieht erstmal aus wie normales CSS. Was da der Unterschied ist, werde ich dann gleich nochmal erzählen. Was da noch passiert, wie man auch gesehen hat mit der Fehlermeldung und auch, was ich ja noch gerne hätte, also wenn ich jetzt auch diese CSS-Files habe, dann hätte ich aber trotzdem gern sowas, dass ich sage, okay, ich untersuche mir diese Elemente und schaue mir die mit diesem Inspektor an. Ja, genau. Zum Beispiel. Dann kann ich hier reingehen und kann hier immer noch auf das CSS normalerweise gehen und mir die Sachen anschauen. Hier. Und das Interessante ist jetzt auf jeden Fall, dass diese Sachen, die hier angezeigt werden, dass das schon auch die Dinge sind, die hier vorkommen. Also das heißt, dass es da eine gewisse Beziehung zueinander gibt. Und das liegt vor allem daran, wenn ich so einen File generiere, dann gibt es im Prinzip so eine neue Datei noch dazu, die heißt Map. Und die wird dann eben automatisch mit angelegt. Moment, wo haben wir dieses Map-File? Das ist eben bei CSS Map hier drin. Und da wird im Prinzip gemappt, die SCSS-Datei auf die CSS-Datei. Also da wird dann angegeben, was welchen Sachen entspricht und so kann ich das quasi auch debuggen. Das ist der Vorteil an dem Ganzen. Genau. Genau, was habe ich jetzt da für Vorteile mit dem SCSS und was ist das überhaupt vielleicht? Da können wir auch nochmal mehr drüber erzählen. Also, gehen wir mal von dem Babel weg. Dieses SAS bietet verschiedene Sachen. Also erstmal, wenn ich da auf Learn gehe, das haben wir ja gerade schon gesagt, also ich kann quasi dann diesen Compiler starten. Ich kann auch Folgendes machen, ich kann mit --watch Input-Output-File angeben und dann läuft quasi der Prozess und dann wird das automatisch immer geändert. Da muss ich das nicht nochmal immer neu kompilieren, das kann ich auch machen. Ja. Einer der wesentlichen Vorteile, um es jetzt gleich mal zu sagen, das sind Variablen, die ich ja normalerweise in CSS, Standard CSS bisher nicht hatte. Ich kann zum Beispiel eben sowas wie einen Font auf eine Variable legen oder eine Farbe mit einer Variable, also Dollar Primary Color ist eben jetzt #333, das ist eben jetzt grau. Und was er als CSS draus macht, ist eben, dass er dann diese, wenn ich hier Color Doppelpunkt Dollar Primary Color angibt, dann ersetzt er einfach den Wert der Variablen mit dem Wert und das macht er halt überall in dem ganzen File. Und das Tolle ist halt wirklich, dass ich meine Farben eben zentral definieren kann und überall, wo ich die dann im CSS-File verwende, wird die eben dann ersetzt. Also das heißt, in meinem Fall kann man das jetzt hier auch mal eben so sehen, dass dieses Dollar Plankstetten Color oder Background Color, das wird eben hier einfach verwendet. Ne? Genau. Man kann auch noch mehr machen, man kann das quasi auch irgendwo dann zum Beispiel irgendwie verdunkeln oder aufhellen auch. Ne? Das geht auch, dass ich die Farben nochmal verändere mit irgendwelchen speziellen Filtersachen. Und wie gesagt, ich kann die dann immer hier
verwenden. Muss ich mal schauen, ob das hier auch nochmal ankommt hier, ne? Color, da kann ich das quasi in allen CSS-Files, kann ich das dann, oder SAS-Files, kann ich das dann eben verwenden, das ganze Teil. Genau. Genau, das ist das eine, dass ich eben jetzt Variablen habe. Ich kann natürlich auch mehr machen. Ne? Vielleicht nochmal eins, ich habe hier, wenn ich da bei der Hilfe anschaue, was da mir angeboten wird, da gibt es eben dieses SCSS, das dann eben zu CSS übersetzt wird. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit hier auf SAS zu schalten. Das heißt ja auch SAS und das sieht man mal, wenn man hier hin und her klickt, was der Unterschied zwischen SAS und CSS ist. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann eben diese SCSS-Files anlegen, wie ich das hier auch gemacht habe. Hier, Menu, SCSS. Ich kann aber auch SAS-Files anlegen und da sieht man mal, der Unterschied ist folgender. Ich habe einfach mal keine geschweiften Klammern und die Einrückung ist das, was das Ganze eben in einen Block packt hier. Ne? Also das ist hier das, was ich da habe. Ich bevorzuge persönlich dieses SCSS, weil es eben näher an dem JavaScript, Entschuldigung, wieder JavaScript gesagt, an dem CSS-Files eben sich orientiert, sodass ich zum Beispiel auch gern mal irgendwo Code mir raus kopieren kann, den ich schon habe und den dann auch verwenden kann. Das heißt, SCSS ist grundsätzlich eben kompatibel auch zu CSS, was das SAS ja nicht ist. Das heißt, die SAS-Files, die sind im Prinzip nicht in dieser CSS-Syntax geschrieben. Und SCSS schon. Also das heißt, wenn ich jetzt da CSS reinkopiere, dann funktioniert das immer noch bei SAS nicht. Und deswegen ist das vielleicht eine kürzere Schreibweise, aber die auf die Strichpunkte, das ist, denke ich mal, jetzt nicht so wild, die noch zu schreiben und so. Genau. Und die geschweiften Klammern, genau so ist es. Wenn ich jetzt hier umschalte, dann sind das die zwei Sachen, die da eben wegfallen. Es gibt eben solche Vorteile auch noch. Das ist hier dieses Nesting, das finde ich ganz interessant. Normalerweise, wenn ich bei CSS zum Beispiel sage, ich habe eine Klasse NAV und in der Klasse ist eine Subklasse UL. Und in dieser NAV ist dann auch noch eine Subklasse LI, dann muss ich diesen Pfad immer angeben. Ich mache NAV UL, NAV LI, NAV A, ich muss immer diese Pfade angeben. Was ich gerne hätte eigentlich in JavaScript, schon wieder JavaScript gesagt, in CSS, Entschuldigung, ist eigentlich diese Logik, dass ich sage, in dem NAV ist das UL. Also das heißt, ich kann ja normalerweise nicht Blöcke in Blöcke schachteln, in CSS, das kann ich aber in SCSS machen. Das heißt, diese Dinge, da gebe ich das NAV außen an und habe da drinnen UL, LI und A zum Beispiel. Das sind so Sachen, da kann ich eben Code verkürzen an sich. Es gibt da noch andere Sachen, wie zum Beispiel Module, dass man das Ganze modalisiert. Mit Use. Was ich aber jetzt auch habe, ist, dass ich zum Beispiel das Ganze immer hier klassisch, wie ich es in JavaScript eben, Entschuldigung, in CSS, was ist denn heute los, auch habe. Ich habe dieses Add Import normalerweise und da ist es so, wenn ich meine Add Imports hier angebe, dann hier so mit Anführungszeichen kann ich machen, dann werden die tatsächlich zu einem Java CSS zusammen kompiliert, ja, zu einem CSS-File. Also dieses Style-CSS hier, dieses File, das ist eben ein einzelnes File. Das ist dann quasi hier drinnen.
Da befinden sich jetzt quasi alle Sachen aneinander gekettet. Ich kann das natürlich auch noch minifizieren, aber damit ich beim Entwickeln das eben schöner sehen kann, habe ich es jetzt mal so gemacht, dass ich das eben noch lesbar habe. Okay. Ja, es gibt verschiedene andere Dinge noch. Zum Beispiel, was auch nett ist, ist so eine Art Funktion, dass ich sowas habe wie Transform und da eine Variable reingebe. Und dann hier abhängig von der Variablen eben verschiedene CSS-Eigenschaften eben mit diesem Wert versehen. Und wenn ich dann das mit Act Include dann einbinde, diese Function sozusagen mit einem konkreten Wert, nämlich Rotate 30 Degree, dann macht er folgendes: Er nimmt eben dieses Include und ersetzt es eben mit dem, was in der Funktion quasi im Körper steht, und ersetzt die Variablen dann. Und da kann ich das nochmal weiter verkürzen. Genau. Also das sind so Sachen, die kann ich da alle anwenden. Und noch viel mehr natürlich. Ich will da jetzt auch nicht komplett alles durchgehen, was ich da machen kann. Zum Beispiel, ich kann auch wirklich hier was rechnen. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, width 600 Pixel geteilt durch 960 mal 100%. Dann wird eben der Wert berechnet und der wird dann hier ausgegeben, was natürlich sinnvoll ist für irgendwelche JavaScript, sage ich schon wieder, für irgendwelche Operationen, die ich machen will, um die Größe des Fensters zu berechnen. Ja. Wahrscheinlich sage ich deswegen immer JavaScript, weil das dann doch auch mehr Richtung Programmiersprache geht, was ich da für Features habe. Zum Beispiel, ich habe da ja auch sowas wie if, ja, und else. Das sind auch Sachen, die da plötzlich drin vorkommen. Man muss sich nur im Klaren sein, dass das eben nicht wie jetzt wirklich JavaScript zur Laufzeit ausgeführt wird, sondern eben quasi beim Kompilieren. Das Skript, das heißt, das sind dann mehr so eine Art Präprozessor-Anweisungen. Ja. Und da kann ich dann Sachen abhängig machen von variablen Werten. In meinem Beispiel, da habe ich das so gebracht, dass ich sowas machen kann, so einen globalen Schalter ist Tablet. Also wenn ich dann zum Beispiel diese klassische Tablet-Version machen kann, dann kann ich das auf True setzen und dann kriegt das Ganze eine fixe Größe für das Tablet. Also weil ich da spezielle Tablets gekauft habe, das speziell angepasst habe, dann kann ich das quasi umschalten hier auf True und dann kann ich eben dann hier unten zum Beispiel machen, Add if ist Tablet, dann setze ich einfach die Höhe auf 970 Pixel. Ja. Und die ist dann fix. Also ich kann das ja auch mal testen, indem ich jetzt das Ganze hier mal größer mache und dann setzen wir mal diese Variablen auf True. Und dann kompiliere ich das nochmal neu und lade das jetzt. Und dann ist diese Größe müsste eigentlich jetzt immer fix sein, und zwar für gilt natürlich fürs Browserfenster, ne? Hier, ne? Genau. Sieht man jetzt in dem Fall auch nicht mal so was. Auf jeden Fall war das jetzt da auch wichtig zum Anpassen von meinem Skript eben, dass das eben gut funktioniert auf den speziellen Tablet-Browsern irgendwo auch. Ja. Genau. Schon. Da irgendwie merkt man es dann. Aber das Ganze soll natürlich auch responsive funktionieren und irgendwo auch am Handy und so. Ne? Genau. Okay.
Genau, also das ist so diese SCSS und SAS. Und so kann man halt verschiedene Tools eben beim Entwickeln einsetzen, also um sich das Leben quasi leichter zu machen. Wie gesagt, wenn ich zum Beispiel schon mal die Farben definiere oder auch so einen Workflow, dass ich sage, diese ganzen Sachen werden alle irgendwo dann aneinander eben zusammenkompiliert. Das hat ja auch schon mal gewisse Vorteile, das zu verwenden. Ja, genau. Also so ist man auch sehr viel modularer, weil durch diese quasi statischen Imports hier, ne, also die dann quasi zueinander gekettet werden, da habe ich dann nicht nur ein riesiges CSS-File, sondern kann das eben aufteilen auf verschiedene. Die wir landen dann trotzdem alle in einem, was natürlich die Ladeperformance natürlich wieder steigert. Ne. Und ich kann natürlich modernes JavaScript einsetzen mit meinem Babel, um das eben dann zumindest einmal so eine Art objektorientierte Programmiersprache zur Verfügung zu haben, die ich eben sonst nicht habe. Und ja, was ich eben dann eben noch so nebenher noch vorgestellt habe, was ja, weil ja, das ist ja auch Teil quasi einer Lehrveranstaltung hier, was natürlich da auch interessant ist, sind solche JavaScript-Bibliotheken wie eben diese Führungen, ja, die jetzt mit diesem Leaflet gemacht worden sind. Genau, das wollte ich da noch zeigen. Man sieht hier auch eben, wenn man, dass man da verschiedene Bilder eben nehmen kann, je nach Zoom-Stufe. Also das war das, was ich da noch erwähnt habe. Was da vielleicht noch fehlt, ist dieses Skript, das dieses Bild zerschneidet. Also das ist vielleicht noch was ich noch nicht erwähnt habe. Da muss man mal bei den da nochmal suchen, das ist nämlich hier bei den Zoom-Levels, genau. Da kann man nochmal genau schauen, wie das funktioniert. Da ist es nämlich so. Ich muss, wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzugehen, eben jetzt diese Zoom-Stufen, da muss ich diese Kachelnamen eben hier angeben. Das ist so eben, wie es auch wirklich bei den Kartenanbietern eben ankommen. Ja? Also das heißt, ich gebe da das Format an, wie die einzelnen Kacheln kommen. Und hier, ne, das heißt, das wird irgendwo zerschnitten, das wird dann hier nochmal genau erklärt, wie das quasi wirklich funktioniert in der Karte. Und es gibt dann halt Zoom Level 0, dann sieht es quasi so aus. Und bei jedem Zoom Level wird es eben nochmal 256 mal 2 hoch Zoom Level Pixel gibt es dann eben hier, ne, wo die Kacheln breit sind. Genau. Das Dumme ist, also dass die Kartenanbieter das natürlich relativ schön bereitstellen. Aber man muss im Prinzip das Ganze sich dann selber zerschneiden, wenn man jetzt eigene Karten hat. Genau, da ist das, da werden diese Zoom-Stufen, da kann man die eben machen. Da sieht man mal, wie die ausschauen. Genau, das ist hier Zoom-Stufe 1. Da habe ich nur zwei Bilder hier. Ne? Das ist die obere Hälfte und die untere Hälfte. Bei Zoom-Stufe 2, da habe ich im Prinzip schon drei Ordner mit jeweils drei Bildern. Immer für die, das ist quasi die 0, das ist hier die unten. Also das ist immer Zeile und Spalte, und bei 3, da habe ich jetzt eben
5 mit jeweils 4. Das ist dann im Prinzip, weil es eben breiter wie höher ist. Genau, das sind die Zahlen und die Spalten sind quasi die Bilder sozusagen. Genau. So wird das quasi zerschnitten. Und das ist natürlich schwierig, dass man das per Hand macht. Und da ist das Skript auch schon. Das ist hier der Link. Da kann man das Skript runterladen und dann eben verwenden. Und wie funktioniert das Ganze? Man gibt einfach die Datei an und dann zerschneidet er das in Zoom-Stufen. Da gebe ich mit -z die Zoom-Stufe an und die Tile Size in Pixel kann ich angeben und dann kann man hier eben komplett nachlesen, wie es funktioniert. Zum Beispiel hier, also mit Python natürlich starten, Zoom 2 bis 5, das sind 2 bis 5 Zoom-Stufen, Input und Output-Folder. Und dann zerlegt er das Ganze eben in diese einzelnen Blöcke. Genau, und die Zoom-Stufen, die müssen eben korrespondieren mit dem, was ich dann eben angebe in meinem Map-Controller. Und zwar in diesem, wo ich das Ganze aufrufe hier. Das heißt, bei dem Map-Controller, da gebe ich ja an das Format, wo die ganzen Tiles sind und die breite Höhe und den Map-Controller selber. Da muss ich natürlich sagen, Min und Max, Zoom ist 1 und 3 und da muss ich eben hier auch Zoom 1 bis 3 angeben, um das Ganze eben zu starten. Ah, hier haben wir es schon, das habe ich gesucht. Das heißt, ich gebe an Python, GDA to Tiles Py zum Beispiel, und gebe hier die Zoom-Stufen 1 bis 3 an, das Input-File, das Output-File. P-Raster, W-None, W-None, was war das jetzt hier, muss ich mal kurz nachschauen. Okay, für Webviewer, also ich mache quasi kein HTML außenrum. Das andere, was ich da noch angegeben habe, war P-Raster Profile. Da kann ich eben angeben, ob das jetzt Raster ist, eben, dass es so wie ein Schachbrett geteilt ist. Es gibt da noch andere Möglichkeiten. Die Projektion sozusagen. Mercator ist immer eine andere Projektion. Genau, und dann kann ich eben, wenn ich das nämlich nicht mache, dann ist es blöd, weil ich hätte nämlich gern einfach ein Photoshop-Bild, das ich da so zerschneide. Und was ich ja hier habe, ist im Prinzip dieses File, das zum Beispiel hier, dieses Plankstetten-Glauben-JPEG. Und das wird dann eben einfach zerschnitten. Das ist im Prinzip so ein File hier, ne? Genau. Genau. Das wird dann einfach zerschnitten in die einzelnen Rasterdinger und landet dann in diesem Ordner mit diesen einzelnen Zoom-Stufen. Da steht es ja auch, ich muss vorher noch hier dieses Skript installieren auch, um das dann zum Laufen zu kriegen. Das ist alles nicht so einfach hier. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. Genau. Man sieht, dauert immer ein bisschen diese Installationssachen. Kann man das auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist ganz günstig, weil ich habe quasi den Rechner mittlerweile neu aufgesetzt, nachdem ich das Projekt das letzte Mal eben initialisiert habe. Ja, genau. Das dauert natürlich eine Zeit lang. Noch eine kleine Ergänzung. Also man hat ja hier nochmal auch so eine GitHub-Seite von dem Cheetah Tutorials, wo man das nochmal anschauen kann, wie das funktioniert, wie man es auch installieren kann, zum Beispiel
unter verschiedenen Linux-Versionen. Genau. Aber wir haben sie jetzt auch schon installiert. Da gab es jetzt noch ein kleines Problem. Und zwar, wenn ich das jetzt hier, das war hier mit dem Conda installiert habe, dann hat er nämlich diese Python 2 Version installiert. Ja. Und wenn ich das jetzt starten will, mit meinem normalen Python-Kommando, was ja Python 3 ist, dann funktioniert es erstmal nicht, weil das File nämlich in Python 2 Syntax geschrieben ist. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe jetzt alle Print-Befehle einfach nochmal in Klammern gesetzt. Ja. Das war so, dass hier, man sieht hier diese Print-Befehle, wenn ich das jetzt speichere und eben starten will, dann sagt er hier eben immer Missing Parentheses in Call so und so, weil es eben Python 2 ist. Ja. Und das war jetzt dann halt ein bisschen Arbeit. Ich habe jetzt hier gesehen, okay, das muss man irgendwie in Zeile 1832. Na, da muss ich halt dann einfach zu der Zeile hin. Bin ich ja schon, aber hier kann ich dann quasi hinspringen. So, genau. Und dann kann ich quasi da in der Zeile das Ganze eben ändern, indem ich hier nochmal die Klammern rummache. Und dann funktioniert es eben. Dann kann ich das wieder starten. Und dann, wenn ich diese Klammern alle geändert habe, dann kann er tatsächlich die Tiles generieren. Wie gesagt, ich könnte natürlich dann versuchen, das war nämlich das Erste, was ich dann eben versucht habe, das Ganze wirklich in Python 3 zu starten. Aber wenn ich das eben mache, halt, dann funktioniert es leider nicht, weil er, ja, jetzt funktioniert, nee, unter Python 2 meine ich, weil der die Bibliothek nämlich nur unter Python 3 installiert hat. Ja. Wenn ich das mit meinem Package Manager mache sozusagen. Ja. Und deswegen war jetzt die einfache Möglichkeit, das in Python 3 zu konvertieren, indem ich einfach Klammern außenrum setze. Genau. Und dann, wie man sieht, funktioniert es und dann erzeugt er eben diese gerasterten Bildkacheln.